Der Tannbach. Kaum einen Meter breit. Er wird politische Systeme voneinander trennen und über Schicksale entscheiden. Mödlerreuth heißt das Dorf, das entlang des Bachs von einer Mauer geteilt wird. Hier im sogenannten Little Berlin, im kleinen Berlin, erleben die Menschen den Kalten Krieg hautnah. Und dann war Schluss, dann haben sie uns nicht mehr rübergelassen. Die Konfrontation von Amerikanern und Russen. Genau wie im großen Berlin. Die Grenze zwischen Ost und West wird Familien zerreißen und Konflikte provozieren, die jederzeit eskalieren können. Mödlerreuth liegt auf der Grenze von Bayern und Thüringen. Der 50-Seelen-Ort wird jedes Kapitel deutsch-deutscher Geschichte durchleben. So wie es auch der Spielfilm zeigt. Herr Hitler! Absetzen! Sichern! Die Amerikaner kommen. Jeden Augenblick. Die SS ist da. Die suchen Vater. In dem kleinen Ort wird die Frontlinie des Kalten Krieges immer weiter hochgerüstet. Ergreifend. Bis auch hier die Mauer fällt. Frühjahr 1945. Die Alliierten bombardieren Bayern. Immer näher rückte die Front. Die Städte fielen in Schutt und Asche. Immer wenn die Sirenen heulten, kamen die großen Brummer, bei Tag und bei Nacht. Diese Worte stammen aus dem Tagebuch von Ida Hofmann. Die Bäuerin hat das Geschehen am Tannbach mehr als 40 Jahre lang dokumentiert, bis zum Mauerfall. Ihre privaten Aufzeichnungen wurden zu einer Chronik des Dorfes. Mödlerreuth gibt es seit dem Mittelalter. Doch der Ort ist so klein, dass er in den meisten Karten nicht einmal eingezeichnet wird. Nur die Mühle findet Erwähnung. Und der Tannbach. Der wird im 16. Jahrhundert zur Grenze zwischen zwei Grafschaften. Das Kirchenbuch verrät, dass einige Familien hier seit Generationen leben. Die Wurzigers und die Mockerts, die Hofmanns und die Schwabes. Familien, die das Schicksal des Dorfes über Jahrzehnte teilen. Das Rittergut der Familie Schwabe steht auf der bayerischen Seite des Dorfes. Dort leben damals 25 Angestellte und Helfer. Auch die Familie des Verwalters, Fritz Scheck.